Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee. Und Anouk ist auch mit dabei. Die sitzt hier schon ganz allein am großen Stuhl. Mach mal Hallo, winke, winke. Nachdem ich jetzt so viel positives Feedback bekommen habe für meine Rohkostkuchen, wollte ich heute mal wieder ein neues Video machen und euch einen ganz leckeren, speziellen Kuchen vorstellen. Und der Kuchen hat von mir den Namen bekommen. Tibis rohköstliche Mohntorte Deluxe mit Erdbeeren. Also nochmal ein neuer Mohnkuchen mit herrlicher Creme und Erdbeeren. Der ist so köstlich. Einfach lecker. Ich erzähle euch jetzt schon mal, wie so die Schritte sind, weil der Mohnkuchen hat mehrere leckere Schichten. Und zwar zum einen den Teig. Danach kommt die Mohnschicht. Dann kommen Erdbeeren drauf, dann noch eine leckere Creme und ganz zum Schluss noch ein Topping. Also das wird eine richtige vierschichtige Torte. Und die Torte habe ich nämlich für Tibi kreiert. Das ist mein Schwiegerpapa, der in Zypern lebt. Sag mal Hallo Opa! Guck mal da, sag mal Hallo Opa! Die habe ich nämlich für Tibi zum Geburtstag gemacht und jetzt noch weiterentwickelt, weil jetzt ist gerade Erdbeerzeit und Erdbeeren passen hervorragend auch noch dazu. Bye, bye. Bye, bye. Dann fangen wir gleich mal an mit dem Teig. In den Teig kommen zum einen 150 Gramm Mandeln und 7 bis 9 getrocknete Feigen. Ich benutze übrigens alle Zutaten in Bio- und Rohkostqualität. Und als Küchengerät verwende ich den Vitamix. Den müsste man hier hinten auch im Bild erkennen. Als erstes nehme ich den Trockenmixer vom Vitamix. Und als allererstes nehmen wir nur eine ganz kleine Handvoll Mandeln. Jetzt kommt nämlich ein Trick. Die werden ganz am Anfang klein gemixt und die kommen dann als allererstes auf den Teller, dass sich nachher auch der Teig gut vom Teller löst. So, man sieht das alles gut, jetzt mixe ich hier. Den Spachtel brauche ich auch dafür. Jetzt kommen als allererstes die gemahlenen Mandeln hier auf den Teller drauf. Die werden gleich ein wenig verteilt, da kommt dann nämlich der Teig drauf und dann löst sich das alles gut. So, Finger weg. Du bekommst schon mal ein Cashewkern zum Knabbern. Und jetzt kommen für den Teig den Rest der 150 Gramm Mandeln in den Mixer. Und ich habe jetzt mal 9 Feigen genommen. Und das wird jetzt auch gemixt. Man kann natürlich auch einen vergleichbaren Zerkleinerer nehmen. Ich nehme halt für mich absolut top den Vitamix. Das wird jetzt der köstliche Teig. Da gebe ich jetzt noch einen kleinen Schluck gutes Wasser hinzu, damit ich den gut durchkneten kann. Und jetzt wird alles erstmal schön geknetet. Und jetzt habe ich hier diese schöne Teigkugel in der Hand. Die forme ich jetzt schon mal ein wenig zurecht. Anouk ist übrigens meine Vorkosterin, ob der auch gut schmeckt. Ist der auch nam nam? Nam nam. Nam nam. Nam nam, einfach nur Mandel und Feige. Nam nam. Und nun bringe ich den in Form und das funktioniert am besten, wenn man sich die Hände nass macht. Nun gehe ich mir jetzt mal schnell die Hände noch nass machen. Und nun wird der Kuchenteig mit nassen Händen gut in Form gebracht. Kuchenteig eigentlich. Und als nächstes kommt nun die Mohnmasse.
Dafür nehme ich hier. Mona. Mona heißt die Schwester von Anouk. Dafür nehme ich hier den leckeren Mohn. Blaumohn. 200 Gramm, also 150 bis 200 Gramm Mohn. Dafür nehme ich jetzt auch wieder den Trockenmixer, weil den Mohn werde ich jetzt als erstes mahlen. Geht sicher auch mit ungemahlenem Mohn, aber ich finde es so besser. Uiuiui. Und jetzt fülle ich den Mohn in eine Schüssel. Und zusätzlich in die Mohnmasse kommen dann eine Handvoll Cranberries. Das sind jetzt leider die letzten, die ich habe. Die fülle ich hier direkt dazu. Und dann nehme ich den Nassmixer zur Hand. Und da kommen jetzt hinein zwei schöne reife Bananen. Und dann auch noch mal ein paar Feigen. 5 getrocknete Feigen. Und einen kleinen Schluck Wasser. Schauen, dass es nur wenig ist, damit es dann auch wieder schön fest wird. Und das wird jetzt einmal gemixt, die Bananen und die Feigen. So, die Bananen und Feigencreme ist fertig und die kommt jetzt zu dem Mohn und den Cranberries dazu. Das wird jetzt alles gut verrührt. Und schon ist die Mohncreme fertig. Ich liebe einfach Mohncreme. Und die kommt jetzt direkt auf dem Teig oben drauf. Und schon sind die ersten zwei Schichten fertig. Auf diesen leckeren Teig, wo jetzt die Mohnschicht drauf ist, kommen jetzt die Erdbeeren. Das Tolle ist, bei uns in der Nähe ist gleich ein super Bio-Demeter-Erdbeerfeld. Und da gibt es gerade sehr leckere Erdbeeren. Darum habe ich jetzt hier 500 Gramm sehr leckere Erdbeeren. Und die werde ich jetzt in Stücke schneiden, dass sie nicht zu groß sind. Und die werden dann auf die Mohnschicht lecker drauf verteilt. So lecker sieht es schon aus, aber es wird noch viel köstlicher. Jetzt kommt nämlich noch eine sehr spezielle, leckere Creme darauf. In diese speziell leckere Creme kommen Cashewkerne, 200 Gramm habe ich mir aufgeschrieben, dann so 12 Datteln ungefähr zum Süßen. Leckeres Bourbon Vanille, eine Prise und Kokosöl. Da nehme ich immer am liebsten das von Dr. Görg. Dafür nehme ich jetzt den Nassmixer, schütte alle Cashewkerne hinein, 12 Datteln. Leckere Vanille. Und das super köstliche Kokosmus. Und das macht es, dass diese Creme dann auch so richtig cremig wird. Also das ist echt
erstaunlich, dass man mit Rohkost auch so leckere, das ist eigentlich fast wie, also besser als Sahnetorte, ganz ehrlich. Muss man echt mal probieren, auch wenn man kein Rohköstler ist, kein Veganer. Es ist so unglaublich lecker, diese Kombination von Cashewkerne und Kokosöl. Da kann einfach keine Sahne mithalten, finde ich. Und von dem leckeren Kokosöl mache ich jetzt ungefähr 4 schön gehäufte Esslöffel drauf. Da kommt jetzt noch ein Schluck Wasser hinzu. Da muss man natürlich auch wieder schauen, dass es nicht zu viel ist. Am besten nur ein Schluck und am besten man verwendet einen Stopfer. Es ist gut, wenn es sich leicht erwärmt beim Mixen, dass sich das Kokosöl richtig vollständig flüssig wird und mit einbindet. Und am Anfang ist die Creme natürlich flüssig, aber die kommt ja nachher im Kühlschrank und dann wird die richtig fest. Das ist das Tolle am Kokosöl, das wird dann wieder fest. Gutes Wasser, ich benutze immer Quellwasser. Und das wird jetzt nochmal richtig ordentlich gemixt. Bei solchen Cremes ist so ein Stopfer Gold wert. Dann schraubt man nämlich hier oben einfach das auf. Und da kommt dann der Stopfer rein. Und mit dem Stopfer wird immer alles schön Richtung Messer gedrückt. Das wird jetzt erstmal wunderbar durchgemixt. Kann man schon mal probieren, ob die wirklich lecker ist. Unvergleichlich lecker. Nam nam. Der Anouk ist immer alles Nam Und jetzt nam. mache ich diese leckere Creme noch auf die Erdbeeren obendrauf. Sieht sie jetzt schon aus. Ich weiß, ich sage immer köstlich, aber es ist einfach köstlich. Das Tolle an Rohkostkuchen ist, finde ich, man kann sie so vielschichtig gestalten und sie gehen trotzdem so schnell. Jetzt habe ich diese Creme drauf verteilt. Wie gesagt, die wird nachher im Kühlschrank noch richtig fest. Der Kuchen muss zum Schluss für mindestens 2 Stunden im Kühlschrank stehen. Am allerbesten schmeckt er, wenn er über Nacht im Kühlschrank war, wenn man es so lange aushält, ihn nicht zu essen. Das ist manchmal nicht leicht. Und jetzt zu guter Letzt kommt das Topping noch oben drauf. Und das geht. Und zwar habe ich jetzt hier rohes Kakaopulver, sehr lecker. Und einfach ein kleines Sieb. Und ich verteile jetzt rohes Kakaopulver mit diesem Sieb auf dem Kuchen. Jetzt ist der leckere Kuchen auch schon fertig. So schnell ging das jetzt. Also ich schaue jetzt mal auf die Uhr. Ich habe ja jetzt auch ein bisschen was vorgespult, aber das hat jetzt ungefähr 20 Minuten gedauert. So schnell geht das. Nee, nicht auf den Kuchen. Und so sieht der leckere Kuchen aus. Den werden wir uns heute Abend alle schmecken lassen. Es freuen sich immer alle, wenn ich Kuchen mache und der ist immer viel zu schnell wieder weg. So, Anouk, jetzt sagen wir noch Tschüss zu euch. Es hat uns sehr gefallen, mal wieder ein Video zu machen und vielleicht sehen wir uns jetzt auch wieder öfters. Ich wünsche euch alles Liebe und bis jetzt. Sag auch mal Tschüss, Anouk. Sag mal Tschüss, Opa Tibi. Tschüss, Opa Tibi in Zypern. Bis bald. Bye, bye.